Hallihallo, hier ist wieder die Heißluftfee, heute Dattelfee. Ich will euch heute gern mal nichts aus der Heißluftfritteuse zeigen. Manchmal kriege ich ja so einen kleinen Spleen, ihr kennt das ja schon. Ich habe euch schon die Spaghetti-Torte gezeigt und das hat ja auch überhaupt nichts mit der Heißluftfritteuse zu tun gehabt. Ich möchte euch heute den Datteldip zeigen von mir, den ich gern zum Grillen mache. Das passt jetzt in die Grillsaison und der total lecker ist. Bei uns lieben den alle und bei uns in der Familie wird dann immer verlangt, wenn ich zu Besuch komme, ob ich den nicht mitbringen kann mit meinem Kurkuma-Brot. Kurkuma-Brot kennt ihr schon, gibt es bei mir ja auch drauf, habe ich euch ja schon gezeigt. Obwohl das habe ich ja dann auch in der Heißluftfritteuse gebacken. Aber mein Datteldip mache ich jetzt in meiner Ambiano, der Thermomix vom Aldi. Und den kann man ganz sicherlich auch anders herstellen. Also wenn man das jetzt nicht hat, braucht man halt am Anfang für eine Knoblauchzehe und die Datteln etwas zum Zerkleinern. Entweder man macht das wirklich mit einem Messer, dass man es ganz, ganz fein und klein schnibbelt. Oder den Knoblauch kann man ja auch durchpressen. Wie gesagt, ich mache das jetzt alles hier in der Ambiano. Und ich möchte euch gern zeigen, wie das funktioniert. Das Rezept lautet eine Knoblauchzehe. Sieht man hier. 6 Datteln, 200 Gramm Frischkäse, 200 Gramm Schmand haben wir hier, 20 Gramm Senf, so ein mittelscharfer, 1 Teelöffel Salz und 25 Gramm Honig. Und das vermischen wir alles schön und dann ist das lecker, 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 lecker. Okay, wir fangen mal an. Und zwar, wir nehmen die Knoblauchzehe, die wir erstmal so ein bisschen schnibbeldibbeln. Gucken, ob ich jetzt hier ein Messerchen habe dafür. Siehst du, wie auseinander schnibbeldibbel? So. Und dann kommt die einfach nur hier rein. So wie sie ist. Ich könnte sie auch einmal teilen. So. Die Datteln würde ich jetzt auch einmal so ein bisschen. Schwer, 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 schwer. Klein. Bisschen hat er nicht so viel zu kämpfen. Die kleben aber ganz schön. Also es gibt ja auch welche aus Tüten. Die kleben nicht ganz so. Die sind hier ganz schöne Klebedingers. Da machen wir jetzt einen Deckel drauf. Ihr könnt das wie gesagt versuchen, falls ihr die Ambiano nicht habt. Entweder mit einem Messer ganz viel klein zu schnibbeln. Oder auch, es gibt ja so ein Drehdings. Ich weiß gar nicht, wo ich das habe. Ich gucke mal. Es gab ja auch mal eine Zeit vor dem Ambiano. Krabbel, 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 krabbel. Also sowas hier, ne? Da kann man das dann reinmachen. Messerchen drin. Die Datteln rein und den Knobi. Und dann dreht man ordentlich. Das nehme ich sonst immer mit beim Camping. Das ist ganz praktisch. Wenn ich es nicht mitgenommen habe, meine liebe Ambiano, hier sagt mir jetzt 10, 15 Sekunden auf Stufe 6. Vom Rand runter. Das könnt ihr dann bei diesem Handmade auch mal machen. So ein bisschen, dass auch alles da, oh, kriegt schon. Knobi, Knobi, Knobi. Und nochmal so 10 Sekunden. Die Datteln. Normalerweise geht das ratzi-fatzi. Machen wir es noch einmal kurz. So. Dann wollen wir mal da zusammen reingucken.
Tü Na? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich muss mal schauen. Das ist so ein bisschen Gematsche, Fatsche, Fitsche. Und dazu kommt jetzt, wie gesagt haben, der Frischkäse. Ich wiege den mal ab. Ich denke, das müsste hinkommen. Mir fehlt schon ein bisschen was drin. Na, so ein bisschen fehlt schon. 217 Gramm heißt, wenn die Verpackung 17 wiegt, ich mache da mal alles rein. Rein sollen eigentlich 200 Gramm. Ich gehe davon aus, das passt jetzt so. So, nichts vergessen. Frischkäse ist lecker, lecker, lecker. So, dann kommt 200 Gramm Schmand. Das hat ja der Becher, das brauche ich ja gar nicht abwiegen. So ein Becher Schmand sind ja genau 200. Ob ich das jetzt so rauskriege? Nee, will nicht. Dann haben wir gesagt 20 Gramm Senf. Da kenne ich ja auch so ein paar Tricks. Man macht das da drauf und macht so viel raus, bis wir 20 Gramm weniger drin haben. Jetzt sind es 226. Wollen wir mal gucken. Ja, 206 müssten es dann sein. Ja, ein bisschen zurück. Da passt doch. Das passt doch. 20 Gramm Senf. So. Jetzt habe ich den Teelöffel schön versemmelt. Brauchen wir einen neuen. So. Und ein Teelöffel Senf. Verkehrte Seite, nehmen wir die. Teelöffel Salz. Machen wir mal nicht so viel, dass es nicht zu salzig ist. Lieber ein bisschen weniger. Honig. Das machen wir das Prinzip ähnlich wie mit dem Senf. 25 Gramm. Stellen wir das hier drauf. Okay, es sind 523 Gramm, also müssten es 498 zum Schluss sein. Gucken wir mal. Ah, passt. Salz, Honig, Senf, Schmanke, alles drin. Dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Und stellen auf 4. Für 25 Sekunden. Und schauen wir mal, was bei rauskommt. Ein leckerer, leckerer Dattel. Den lasse ich jetzt ziehen. Muss man nicht, man kann ihn auch sofort vernaschen, aber ich lasse ihn ziehen bis morgen. Hier einmal rein. Oh ja, das sieht gut aus. Ich mache das jetzt noch mal einmal so ein bisschen runter. Die so einen Thermomix oder den günstigeren Thermomix, die Ariano oder wie sie alle heißen, die Quick oder von den anderen Läden haben, die wissen, dass man das immer so ein bisschen runter machen muss, weil das sich oben am Rand absetzt. Dann mache ich noch mal ganz kurz ein bisschen.
Knobi, Honig und Senf. Schaut mal. Das ist so lecker. Man sieht noch so ein paar Stücken von der Dattel. Und das ist natürlich süßlich mit dem Honig. Und durch den Senf und das ein bisschen salzige Knobischafe hat das so einen ganz, ganz leckeren Geschmack. Also ihr Lieben, probiert es mal nachzumachen. Ist super einfach und total lecker. Zu dem Kurkuma-Brot ist das 1A. Passt super zum Grillen. Krautsalat habe ich eben auch schon nochmal schnell selbst gemacht. Das habe ich auch irgendwo mit reingestellt. Euch noch nicht gezeigt, wie es geht, aber mal vielleicht beim nächsten Mal. Eigentlich soll es ja um die Heißluftfritteuse gehen, aber man muss ja auch manchmal ein paar Beilagen dazu haben. Und dieser Datteldip ist super lecker, 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 lecker. Ich wünsche euch eine tolle Grillsaison. Probiert das mal aus. Schreibt mir mal drunter, wie es euch geschmeckt hat. Und ciao, ciao. Bis die Tage.